Thomas, schön, dass du da bist. Ja, dein Name ist Thomas Meyer, du bist 46 Jahre alt, glaube ich. 47 mittlerweile. 47 schon, oh wei. Lebst in Zürich, kommst aus Zürich. Du warst irgendwann mal Jurastudent, Werbetexter, Journalist und bist jetzt aber seit 2012, bist du freier Schriftsteller, arbeitest mittlerweile auch als Coach und ja, als Schriftsteller, da darfst du dich ja auch schon so mit dem ein oder anderen Bestseller rühmen. Einer davon, und um den geht es heute, ist dein 2017 erschienenes Buch Trennt euch, ein Essay über nicht passende Beziehungen. Und ich muss zugeben, dass ich selbst dein Buch leider erst vor ein paar Monaten entdeckt habe und ja, fand aber schon allein den Titel so hui und so bam und deine Botschaft darin so spannend, dass ich gedacht habe, dem Mann möchte ich unbedingt ein paar Löcher in den Bauch fragen. Ja, dein Urteil über Beziehungen, Thomas, das fällt ja nicht gerade zimperlich aus. Du sagst nämlich, dass 4 von 5 Beziehungen, die sollten eigentlich beendet werden. Und ich denke mal, dass du dir mit dieser Aussage nicht nur Freunde gemacht hast und machst. Auch darauf kommen wir später noch zu sprechen. Und jetzt aber erstmal die Frage, ja, was ist denn los mit unseren Beziehungen, Thomas? Ja, was ist los in unserer heutigen Gesellschaft, dass du dazu kommst zu sagen, 80% der Beziehungen, die sollten eigentlich besser beendet werden. Also dieses 4 von 5, das hängt mir etwas an. Es gab 2016, als ich das Buch noch geschrieben habe, gab es ein Interview zum Thema im Hinblick auf das erscheinende Buch. Und ich habe mit dem Journalisten über das Thema gesprochen und er hat gefragt, ja, wie viele Beziehungen betrifft denn das, dass da Leute zusammen sind, aber nicht zusammenpassen und eigentlich nicht zusammengehören? Das war meine Aussage. Und ich sagte, ich weiß doch nicht. Ja, 4 von 5. Ich habe das einfach so dahergesagt. Ich wollte damit eigentlich nur ausdrücken, sehr viele und mehr als jede zweite. Aber das ist natürlich absolut subjektiv. Da gibt es keine Erhebung meinerseits, auch keine Umfrage, sondern das ist mein persönlicher Eindruck. Aber es bleibt ja dabei, die Frage ist ja, was ist da los? Ja, was ist bei uns los, dass das so ist? Ja, jetzt stechen wir natürlich gleich in das Thema rein, Na klar. mitten rein. Was ist da los? Ich glaube, es gibt verschiedene Faktoren, die zu dieser Situation führen, dass so viele Leute zusammen sind, aber es nicht tun sollten. Das eine ist, wie alles beginnt. Wenn wir jemanden kennenlernen, schauen wir nicht darauf, wer das ist und nehmen uns auch nicht wirklich die Zeit, das herauszufinden, sondern wir schauen darauf, was löst das für Gefühle in mir aus, diesen Menschen zu sehen und zu berühren, dann ja erst recht. Und Also von, hier, ne, rosarote ja, Brille. also diese Brille, das ist eigentlich wirklich tatsächlich eine optische Angelegenheit. Also wir schauen darauf, wer gefällt mir, wen finde ich interessant und anziehend. Und von diesen Gefühlen, die das auslöst, im positiven Fall, nennen wir sie Liebe, leiten wir ab, dass auch eine Kompatibilität herrscht. Also wir glauben, diese positiven Gefühle seien ein Zeichen für große, lange Liebe. Es gibt einen Begriff aus der Psychologie dafür, das heißt emotionales Schlussfolgern. Ich fühle so, also ist es so. Und das ist, emotionales Schlussfolgern ist immer ein Irrtum. Und wie groß dieser Irrtum ist, merken wir ja dann, ich sage wir, weil ich überhaupt keine Ausnahme darstelle oder darstellte. Wie groß dieser Irrtum ist, merken wir, wenn die Beziehung, die so begonnen hat, dann einige Tage, Wochen, Monate andauert und wir erst dann diesen Menschen wirklich kennenlernen. Wir wissen ja gar nicht, wer das ist.
wir finden diese Person total toll und sind ja dann auf einmal ganz nah, aber wir wissen gar nicht, wem eigentlich. Und es zeigt sich ja dann sehr schnell. Und es zeigen sich ja dann auch die Unterschiede. Und was dann passiert ist, wenn wir sehen, die Unterschiede sind leider sehr groß, das ist jemand, der, ich sage es mal, Probleme hat, die sich gar nicht gezeigt haben zu Beginn, oder der eine Weltanschauung hat, die meiner total zuwiderläuft, oder der eine Lebensführung pflegt, die mir nicht passt. Die Liste ist lang. Und ja, dann, die Krux ist ja, dass wir auch anfangs meistens denken, das gibt sich dann schon. Ne? Oder noch besser, dazu komme ich, ja. Oder die kriege ich dann schon noch hin. Das wollte ich gerade erwähnen. Wenn wir dann sehen, hey, eigentlich passt das nicht. Und wenn es nicht passt, sehen wir das sehr schnell. Was wir dann nicht machen, wir wählen dann nicht den vernünftigen Weg und sagen, hey, ich glaube, wir passen nicht zusammen. Ich brauche eine andere Art der Beziehung, als wir sie hier haben. Lass uns doch wieder aufhören. Ich danke dir für diesen Versuch, oder wie man es dann auch immer sagen will. Nein, was wir machen ist, wir versuchen, den anderen passend zu machen. Also es beginnt dann ein Machtkampf. Beide versuchen, das für sie erträglich zu machen. Und das heißt ja in der Praxis, ich treibe dir deinen Charakter aus. Oder zumindest versuche an deinem Charakter die Dinge abzuschleifen, die mich kratzen. Mhm. Und so sind ja dann viele Beziehungen. Man möchte mit diesem Menschen zusammen sein, man mag ihn ja auch, man ist ihm zugeneigt. Das ist ja die Grundlage des Ganzen. Und gleichzeitig findet man ihn zum Davonlaufen. Das ist eine totale Dissonanz, die man da hat. Und man versucht, sie aufzuheben oder erträglich zu machen, indem man eben den anderen erträglich macht und dann ihm sagt, du immer, jetzt hör doch mal auf damit, wieso kannst du nicht, was machst du da nur? Dabei macht dieser andere Mensch ja gar nichts anderes als er beziehungsweise sie selbst sein. Mhm. Wozu er beziehungsweise sie ja auch alles Recht der Welt hat. Also ein Mann, der raucht und nicht über seine Gefühle spricht, ist für eine Nichtraucherin, die gern über ihre Gefühle spricht, ein schlechter Partner, aber nur für sie. Für andere Menschen kann das sehr gut gehen und er darf auch so sein, wenn er will. Und das ist natürlich eben, wir haben diesen Anfangsirrtum, den wir aus emotionaler Schlussfolgerung begehen, anstatt uns kurz Zeit zu nehmen und herauszufinden, wer das ist, geht es dann in diesen Machtkampf, der ein Leben lang dauern kann. Mhm. Meine Eltern führen ihn seit 54 Jahren. Ja, ich glaube, in der Generation auch keine Seltenheit. Wenn du sagst am Anfang, nee, oder mal eine andere Frage, du sagst gerade, man mag den anderen ja auch irgendwie. Ne? Das Verrückte ist, dass ich oft, ganz oft erlebe, da ist noch nicht mal mehr dieses Mögen eigentlich dabei. Ne? Also irgendwann ist noch nicht mal mehr das, was du sagst, ja, man mag den anderen ja auch irgendwie, aber es passt eben nicht. Ne? Ganz ja, oft ist ja selbst die dritte Phase, würde ich sagen. Ne? Genau, ist ja das. Wenn nur noch Machtkampf herrscht. Und trotzdem bleiben die Leute. Und ich finde ganz interessant, das ist ja so ein bisschen die persönliche Ebene, jetzt, die du ansprichst. Lass uns mal so auf die gesellschaftliche Ebene hüpfen, weil ich finde es nach wie vor... Ja. Echt, ich nenne es mal neutral, überraschend, dass im Grunde genommen, also ich würde sagen, wirklich über 90% aller Ratgeber, Podcasts, auch was ich so von Therapeuten und Coaches sehe, so auf Social Media und was weiß ich, im Grunde genommen hat man doch das Gefühl, es geht, also das Höchste ist, das Wichtigste ist eigentlich, dass man die Beziehung kittet. Also da wird unheimlich viel Energie drauf verwendet, ja, dass man das Ding irgendwie hält. Und da ist die Frage, warum ist das so deiner Ansicht nach? Warum sind Trennungen, ja, warum sind die immer noch so negativ behaftet?
Ich würde sagen, hier kommt dann ein weiterer Faktor ins Spiel. Also um kurz was zu sagen zu diesen 90%, ich finde, die irren alle. Das ist Quatsch. Also ich finde, wenn zwei Leute nicht zusammenpassen, dann sollte man ihnen eben nicht, man sollte sie eben nicht ermuntern, weiterzumachen, denn offensichtlich tut ihnen das ja nicht gut. Sondern man sollte sie ermuntern, damit aufzuhören. Aber, und das ist dann nun dieser Faktor, dem steht ja dann die Moral im Weg. Also wir glauben, und das tun wir wohl, weil wir seit 300 Jahren ungefähr der Romantik anhängen und weil Hollywood uns immer wieder darin bestätigt und weil wir auch einfach ja, unsere Bedürfnisse haben, wir hängen einfach dieser Idee an, dass wenn zwei einander gefunden haben, dann werden die es schaffen. Die müssen es schaffen. Die Liebe überwindet alle Probleme. Das ist so ein Glaubenssatz, den wir haben. Und das ist natürlich kompletter Quatsch. Das kann die Liebe nicht. Die Liebe ist etwas Wunderbares und Tolles und die ist großartig für Versöhnung und Vergebung und allerlei, aber sie schafft es nicht, eine Brücke zu schlagen zwischen zwei Menschen, die einfach zu verschieden sind. Das kann sie nicht. Das hat sie löst gekonnt. Auch keine Probleme. Und ne? Sie löst auch keine Probleme, die die beiden dann haben. Aber wir glauben halt eben, wenn zwei einander lieben, dann schaffen die es. Und das wird auch in vielen Büchern und Filmen und natürlich lauter Rock- und Popsongs wird das so abgefeiert. Die Liebe ist das höchste Gut. Wenn zwei das haben miteinander, dann werden sie es schaffen. Und intern glauben wir das ja dann auch. Also wenn wir jemanden lieben, glauben wir, ja, es muss doch zu machen sein. Und von unserem Leid, abermals eine Schlussfolgerung, leiten wir dann ab, ja, so viel Schmerz kann nur eines heißen, nämlich das ist so viel Liebe. Mhm. Auch Quatsch. Und da gibt es dann natürlich eben, das wirkt dann so auf einen ein und gleichzeitig ist das Ende einer Beziehung, während die Liebe als viel zu mächtig und groß besungen wird, wird im Gegenteil das Ende der Beziehung als viel zu schrecklich und dunkel gebrandmarkt. Das gilt als Scheitern, es gilt als Versagen. Es gilt als quasi fast schon Mord der Liebe. Und ähnlich wie bei meinem Autounfall, also die beiden Menschen, die sitzen da in dem Auto und in ihrem Liebeswagen und der landet im Straßengraben. Und wie bei einem Unfall wird dann nur diskutiert, wer hat es kaputt gemacht? Mhm. Und das ist üblicherweise der andere. Man selbst hat ja alles richtig gemacht. Also, und eben. Ja, ein Autounfall an einer Kreuzung, es gibt Blechschaden, die Polizei kommt und ermittelt, wer Schuld trägt, damit die Versicherung dann Regress nehmen kann, die eine auf die andere. Und in der Liebe, in den Beziehungen funktionieren wir genau gleich. Es ist kaputt, jemand hat es kaputt gemacht, das warst du. Mhm. Es gibt dann nur noch die Schuldfrage. Und der tatsächliche Grund, nämlich dass das gar nie gepasst hat, dass das nie hat funktionieren können und dass diese Trennung nur ein Befreiungsschlag ist, ein organischer Befreiungsschlag, um etwas auseinanderzubringen, was nicht zusammengehört, dem wird faktisch keine Beachtung geschenkt. Also das Bild ist schön in Anführungszeichen mit dem Auto im Straßengraben. Für mich schließt sich da so die Idee an, dass viele Menschen da auch noch ewig drin sitzen bleiben in dieser kaputten Karre, ne, und immer das Gas versuchen wieder durchzutreten und an der Bremse und an der Gangschaltung rumfriemeln, statt einfach die Tür aufzumachen und auszusteigen aus dem Auto. Ne? Ja, oder schlimmer noch, sie arrangieren sich damit, dass ihr Auto eigentlich nicht mehr fahren kann. Mhm. Ist halt so. Das ist dann ein weiterer Faktor. Und da frage ich mich, ob das möglicherweise kirchlich geprägt ist, nämlich dieses Schuld- und Sühne-Konzept. Du musst leiden, bevor du Glück erfahren darfst. Du bist ein Sünder und schlecht.
Und wenn du leidest, ist das eine gerechte Strafe. Und ich habe es oft beobachtet oder ich habe es oft so empfunden in meinen Beobachtungen, dass viele Menschen, die in Beziehungen leiden, irgendwo auch das Gefühl haben, sie hätten es so verdient oder zumindest nicht besser. Mhm. Dann kommen dann die Sätze Absolut. Wie, man kann nicht alles haben und so weiter. Kirchliche Einflüsse auf jeden Fall und mit Sicherheit auch nochmal gesellschaftliche Einflüsse, weil eben die Frau über so viele Jahrzehnte sehr abhängig war, ne? In finanziellen Geschichten und so weiter. Das heißt, da war eine Trennung so gar nicht möglich. Ist ja heute zum Teil noch schwierig, ne? Also ich kenne tatsächlich Frauen, die sagen, ich kann mich nicht trennen, sonst bin ich finanziell am Ende. Ja, ja, das ist wirklich leider eine Wahrheit, die man nicht außer Acht lassen darf, dass die Emanzipation leider nicht so weit vorangeschritten ist, wie man es sich wünschen könnte. Hier in der Schweiz, die meisten Bezügerinnen von Sozialhilfe sind alleinerziehende Mütter. Das ist auch eine Tatsache. Dennoch glaube ich, dass diese finanzielle Überlegung ja nicht wirklich entscheidend sein darf. Also wenn man wirklich leidet in einer Beziehung, dann ist das so schlimm, finde ich, für die Seele und nicht zuletzt auch für die Kinder, dass jeder Preis gerechtfertigt ist, um dem ein Ende zu setzen. Jeder. Mir war das immer egal, was das für Kosten nach sich gezogen hat. Du hast vorhin nochmal in Bezug, da waren wir bei dem Autobild gerade und hast du gesagt, ja, im Grunde genommen hat es noch nie gepasst. Ich denke schon, dass es manchmal passen kann am Anfang und da komme ich zu so einem Begriff, den du auch in deinem Buch beschreibst, wie ich finde, sehr anschaulich, sehr schön. Du sprichst da von der Angst, in die eigene Größe zu kommen, ne? Und das ist so für mich dieses, also ich glaube, es kann was passen, aber man kann eben auch und man darf auch herauswachsen, ne? Aus so einer Beziehung. Also du sprichst dann einen wichtigen Punkt an, den wir unbedingt noch behandeln müssen, nämlich warum haben wir diese Anziehungsgefühle? Die sind ja nicht nur auf einen hübschen Hintern zurückzuführen, sondern auch auf eine Stimmung, eine Energie und Ausstrahlung, die uns anzieht. Und da wird es dann erst richtig kompliziert. Also der Klassiker, warum gibt es Frauen, die sich immer wieder gewalttätige Männer aussuchen? Das ist ja dann nicht nur begründet mit, ja, der sieht halt gut aus, sondern das ist ja auch eine Form von Energie, die den Betroffenen familiär erscheint. Das hatte ich auch anders geartet, das haben wir alle und das ist ja in der Kindheit zu suchen, wie wir aufwachsen, was uns unsere Eltern vorleben, nicht nur verbal, was sie sagen über die Welt und über sich selbst, sondern einfach, wie sie sind, miteinander und für sich selbst. Die Stimmung einfach auch, ne? Die Stimmung, ja. Wie man dem auch immer sagen will, dieses Biotop. Und das ist ja wirklich absolut prägend. Und wenn jemand irgendeine Form von Gewalt erlebt als Kind und aber im Rahmen mit Eltern, also mit Intimität und Zuneigung und Geborgenheit, theoretischer, dann wird das gleichgesetzt. Und das ist natürlich fatal. Und das ist aber auch ein ganz wichtiger Punkt, wenn man sich fragt, wieso bin ich schon wieder in einer solchen Situation mit einem solchen Menschen gelandet? Und das ist mir natürlich auch mehr als einmal passiert. Ich hatte auch so ein bestimmtes Muster, wie wir dem ja sagen, eine bestimmte Art von Charakteren. Natürlich habe ich mich an der Oberfläche habe ich mich furchtbar aufgeregt über dieses Verhalten, zu Recht, wie ich finde. Aber darunter stellt sich ja dann die Frage, okay, aber warum habe ich diesen Menschen, diese Frau, zu meiner Partnerin gemacht? Auch wenn ich das nicht wusste, ist sie ja trotzdem so. Und die letzte hatte das auch und die vorletzte übrigens auch. Also da gibt es eine
Eine Wiederholungsqualität, die ja sehr beunruhigend ist, denn die muss mit mir zu tun haben. Mhm. Also irgendetwas ist da, was mich dazu aufruft, dahin zu gehen und auch zu bleiben, ungeachtet der Probleme. Ja. Es ist ja sehr einfach zu sagen, du bist doof wegen 1, 2, 3, 4. Mhm. Und darum verlasse ich dich. Mhm. Ja. Auch wenn das notwendig ist, muss man nachher sich fragen, okay, aber warum ist 1, 2, 3, 4 für mich gleichbedeutend mit Liebe und Nähe und Vertrauen? Ja. Und solange vertraute Muster, ne? Ja, und solange man das nicht knackt, kann man eigentlich auch gleich bleiben, weil beim nächsten Mal wird sich das wieder zeigen. Ja, und meine Erfahrung ist, dass das Erkennen dieser vertrauten Muster, ne, das ist das eine, und so die Aufdeckung der Glaubenssätze, die sich da entwickelt haben und so weiter. Und selbst wenn du die erkannt hast, haben die eine magnetische Wirkung, ja, eine echte Sogwirkung. Und ich finde schon, es bleibt ein Prozess. Ne? Also es ist nicht so, dass wenn du die erkennst, ne, diese Muster, zack, und dann sind die weg, sondern da heißt die es müssen dann ja auch nicht weg sein. Das genau, ist, ne? Sondern also dann zu sagen, ich nehme aber einen anderen Weg. Ne? Also sich bewusst zu entscheiden. Ich glaube so dieses eine bewusste Entscheidung treffen. Das wollte ich gerade ziemlich genau so sagen. Ich finde das absolut essentiell, dass man in einem ersten Schritt sich fragt, hey, woher kommt das? Und die Antwort ist halt immer offensichtlich, ja, ich bin halt so aufgewachsen. Das ist was man mir mitgegeben hat, kann ich nichts dafür, macht mich aber aus, hat mich so programmiert, ist meine Software. Und der zweite Schritt besteht dann darin zu sagen, okay, und jetzt schreibe ich mir eine neue Software, ein Update. Das heißt, die alte muss nicht gelöscht werden, aber ich bin ja frei. Ich kann ja entscheiden, ob das weiterhin so sein muss oder nicht. Mhm. Und für mich ging es darum, zu sagen, okay, es ist okay, wenn ich jemanden kennenlerne, der auch einen Knacks hat, wie ich offenbar einen habe aus meiner Kindheit. Und das ist ja noch nicht mal besonders originell, denn ich kenne fast niemanden, der keinen hat. Gibt es nicht. Aber es gibt, ja, ich kenne schon jemanden, bei dem ich sagen kann, der ist wirklich gestärkt und mit einem gesunden Selbstbewusstsein aus seinem Elternhaus raus ins Leben gegangen. Ich kenne auch seine Eltern und das ist für mich sehr stimmig. Mhm. Ja, also stimmig. Das war auch echt der Einzige. Und bei allen anderen hat mindestens ein Elternteil wirklich total psychopathisch versagt. Und das ist traurig und dürfte nicht so sein und ist leider halt eben auch oft auch zurückzuführen, dass da zwei Menschen miteinander geblieben sind, die dann das Schlechteste auseinander hervorgeholt haben. Mhm. Aber für mich ging es darum zu sagen, okay, ich habe diesen spezifischen Knacks und die Lösung besteht nicht darin, den loszuwerden, denn das kann ich nicht. Die besteht auch nicht darin, jemanden zu suchen, der keinen hat, denn das gibt es nicht. Die Lösung ist, ehrlich damit umzugehen und jemanden zu suchen, der das auch kann. Mhm. Und die Partnerin, mit der ich jetzt zusammen bin, mit der hat das genauso geklappt. Als ich sie kennengelernt habe, nach meiner letzten Erfahrung, bei der diese Dinge eben nicht auf den Tisch kamen, habe ich entschieden, das nächste Mal kommt alles sofort auf den Tisch. Es kommt nämlich ohnehin auf den Tisch, sehr schnell. Und das nächste Mal mache ich es aber so, dass es auf dem Tisch liegt, bevor die Beziehung beginnt. Denn wenn ich dann sehe, hey, das funktioniert nicht zusammen, kann ich mich zurückziehen, ohne dass es wirklich wehtut. Und das haben wir so gemacht. Ich habe gesagt, okay, schau mal, das ist meine Liste. Jetzt legst du mir deine hin. Ich will wissen, was bei dir schiefgelaufen ist und wie du damit umgehst. Mhm. Das muss ich wissen. Ich habe ein Anrecht darauf, so wie du wissen musst, wer ich bin, wirklich. Mhm. Im Grunde genommen so, die ist ein
unromantisches Wort, aber also zum einen dieses sich nackig machen, und zwar eben nicht nur im Bett, ne, sondern auch ja, innerlich, sage ich mal, sich dem anderen wirklich komplett zeigen. Und dadurch ein Stück weit zu gucken, ob diese Passung, wie gesagt, das Wort ist sehr unromantisch, aber ob diese Passung gegeben ist, ne, kannst du eigentlich ja erst dann sehen. Und damit sind wir schon so ein bisschen an dem Punkt, beziehungsweise bei der Frage, was würdest du sagen, wie erkennt man nun wirklich den Punkt, an dem es besser ist zu gehen? Ich möchte da ganz kurz ein schönes Zitat, ich mag das Zitat sehr gern aus deinem Buch. Du schreibst, es geht nicht darum, wie du für jemanden empfindest, sondern einzig und allein darum, wie du mit ihm empfindest. Und also es gibt meine so, Überleitung. Also um noch was zur Romantik zu sagen, ich finde Romantik ist scheiße. Romantik ist für gar nichts da. Das ist wie, ein bisschen wie Stolz. Das bringt überhaupt nichts. Romantik heißt ja auch wörtlich Verklärung. Mhm. Die Romantik ist auf die Aufklärung gefolgt, weil dann alles offenbar so kühl und rational wirkte und man vermisste das Gefühl. Und deswegen war dann der Sternenhimmel mehr als eine Ansammlung von Selbstleuchtern. Nichts dagegen. Boah, jetzt zerstörst du mir aber echt ja, gerade. Ja, kaputt machen den Kack. Ich liebe den Sternenhimmel. Nichts gegen den Sternenhimmel, aber sehr wohl etwas dagegen, Fakten zu verklären, nur weil man nicht allein sein will. Mhm. Fakten wie, du und ich passen nicht zusammen. Das ist ein Fakt. Und das muss man akzeptieren und schlucken und entsprechend danach handeln und es nicht sich die ganze Zeit Tag für Tag schönreden. Das ist wirklich, das geht nicht. Und wie erkennst du das? Hast du da so zwei Punkte, wo du sagst? Erstens glaube ich, man weiß das sehr schnell. Mhm. Wir sind nicht doof. Weder mental noch spirituell. Wir sind im Gegenteil sehr klug. Wir sind allerdings auch sehr kreativ darin, diese Stimmen zum Schweigen zu bringen. Mhm. Sagen, doch, das ist eine große Liebe, ich muss sie retten, das ist eine wichtige Aufgabe und wenn ich sie schaffe, bin ich der beste liebende Mensch der Welt. Es ist wirklich furchtbar. Und kennst du diesen Spruch, bei dem krieg Pickel bei dem Spruch, dieses... Warum Oma und Opa so lange zusammengeblieben sind, weil man früher Dinge repariert hat, statt sie wegzuschmeißen. Grauenvoll. Das ist einer der schönsten Sprüche. Aber die Leute lieben diesen Spruch. Das ist ein Scheißspruch für Feiglinge. Absolut. Weil ich denke, ey, nee, die haben nichts repariert, sondern die haben eben ausgehalten. Ganz oft auf jeden Fall, ja, nicht also immer, aber. Es ist also jetzt, sich wieder abzuregen. Ganz daneben ist der Spruch ja nicht. Es ist, aber was ich oft höre, ist, ja, heute werfen die Leute ja gleich hin. Mhm. Und das stimmt ja auch nicht. Das stimmt nicht. Ich habe die Frage noch nicht beantwortet. Woran merkt man denn, dass das nichts mehr ist? Also erstens, ich bin überzeugt, man weiß, ob es nicht ist und nicht sein soll. Aber wenn man wirklich einen Test machen will, dann gibt es zwei Fragen, die man sich stellen soll. Nämlich erstens, jetzt, wo du diesen Menschen kennst und wirklich weißt, wie er ist und wie ihr zusammen seid, würdest du, wenn ihr noch keine Beziehung hättet, mit ihm eine eingehen wollen? Mhm. Ja oder nein? Und zweitens, wie fühlst du dich mit deinem Partner, also wenn er zur Wohnung reinkommt oder wenn ihr zusammen draußen seid oder wenn du neben ihm erwachst? Und wie fühlst du dich ohne ihn, wenn er aus dem Haus geht? Was ist das erleichternde Gefühl, mhm, wenn er geht oder wenn er kommt? Ich habe demnächst im Freundeskreis über dein Buch diskutiert und dann meinte eine Freundin, das ist ja total kopflastig. Ja? Und ich könnte mir vorstellen, dass das etwas ist, ein Fragezeichen ist, was dir schon vielleicht öfter begegnet ist,
So, wo bleibt denn das Herz bei dem Ganzen? Ja, habe ich doch gesagt. Was ist denn? Hört doch zu. Nee, es steht ja im Buch. Also, wie gesagt, ich bin kein kalter Mensch, der das alles nur rational betrachtet. Im Gegenteil, ich weiß ja so gut darüber Bescheid, weil ich mich selber so oft von meinen Hormonen und Gefühlen habe davontragen lassen. Den Superliebenden, den ich vorher karikiert habe, das war ich selbst. Ich erinnere mich an meine vorletzte Beziehung, das war wirklich ein absolutes Desaster und ich habe es 1,5 Jahre lang schön geredet und hatte wirklich den Eindruck, hier muss eine Rettung stattfinden und dann sind wir im Glück, wenn wir diese Schwierigkeiten überwunden haben und ich weiß auch, wie wir sie überwinden können, nämlich weil ich so klug bin. Ich kann das, ich bin der Liebesretter. Das ist alles wirklich Humbug, der übelsten Sorte. Ja, und es passt auch wieder. Ich weiß, wie das ist. Und es passt auch wieder zu dem, was wir vorhin schon besprochen haben, dass Herz natürlich immer schön und gut ist, aber dass eben die Liebe nicht alles richten kann. Ne? Also sie kann überhaupt nichts richten. Die ist einfach. Sie ist oder sie ist nicht und man hat ja auch keinen Einfluss drauf. Wenn du mir sagst, ich frage dich, Sandra, was muss ein Mann für dich haben, um ein Partner zu sein? 20 Punkte bitte. Dann gibst du mir die Liste und ich gehe da raus und finde 20 nur. Find 50 Typen. Stell die vor dir auf. In welchen verliebst du dich? Ja, das weißt du nicht. Es ist wahrscheinlich Nummer 37. Wieso nicht Nummer 36? Ja, weil halt da war das Klick und da halt nicht. Das ist total arbiträr letztlich. Man hat wirklich, du kannst es weder steuern noch irgendwie beeinflussen. Und die Liebe ist halt entweder sehr groß oder nicht so groß. Auch das kannst du nicht beeinflussen. Aber wir dürfen nicht glauben, dass Liebe ein Werkzeug sei, das den Schaden reparieren könne, der sich ergibt, wenn zwei Menschen zusammen sind, die nicht zusammengehören. Das ist ein absoluter Irrtum. Und es ist eben emotionales Schlussfolgern. Das funktioniert nicht. So ein zweites Gegenargument, da sind wir schon ein bisschen, das haben wir schon tangiert eben, habe ich auch ein bisschen bei den Amazon-Rezensionen gesehen. Ne, so, ja, das ist ja total egoistisch. Ne? Da sind wir so ein bisschen bei dem immer reparieren, ne? Und bloß nicht rausgehen aus der Situation. So von wegen, ja, es geht doch, geht's denn immer um Selbstverwirklichung und um Selbstbestimmung? Das ist doch eigentlich total egoistisch. Ja. Was entgegnest du da? Dem entgegne ich, dass wir bei verschiedenen Begriffen immer nur in die eine Richtung konnotieren. Also Rücksichtnahme ist etwas, das wir als zwingend positiv konnotieren. Wir finden, das ist immer eine gute Sache. Rücksicht ist immer gut. Und das ist es nicht. Man kann auch auf die falschen Menschen in den falschen Momenten Rücksicht nehmen, aus den falschen Gründen. Und beim Egoismus ist es so, dass es etwas, das wir nur als schlecht betrachten. Und das ist es nicht. Es gibt auch gesunden Egoismus. Mhm. Nämlich, man kann den auch Selbstliebe nennen. Die Frage, okay, und was brauche ich? Jetzt habe ich mich darum gekümmert, was du brauchst und was meine Kinder brauchen und so weiter. Aber was brauche ich denn eigentlich? Mhm. Und das ist ja nicht egoistisch, sich die Frage zu stellen, im Gegenteil, sondern dringend notwendig. Und ich finde, man darf sich auch die Frage stellen, wie selbstlos oder und wie freundlich ist es denn meinem Partner gegenüber, wenn ich nur mit ihm zusammenbleibe, weil ich keinen anderen Ausweg finde oder ich quäle mich eben, ne, weil ich so gelernt habe. Also wäre jetzt für mich als Partnerin, fände ich das jetzt auch nicht so geil, wenn ich wüsste, mein Partner bleibt nur bei mir, damit er nicht egoistisch ist. Ne? Ja, oder nicht undankbar
wirkt. Mhm. Also da muss man sich natürlich, diese Frage muss man sich auch stellen, warum bleibe ich hier eigentlich, um was zu vermeiden? Bleibe ich, um Einsamkeit zu vermeiden? Bleibe ich, um keine, in Anführungszeichen, Schuld auf mich zu laden? Und sind das wirklich gute Argumente für eine Beziehung? Sind es nicht. Mhm. Und also wenn man mir sagt, ja, Sie rufen hier zum Egoismus auf, dann sage ich, jawohl, und zwar zu einer gesunden Form davon. Die, glaube ich, viel zu wenig kultiviert wird. Wir halten generell viel zu viel aus den falschen Gründen. Wir lassen uns zu viel bieten und zu viel gefallen. Von missbräuchlichen Partnern, missbräuchlichen Chefs, missbräuchlichen Freunden. Es gibt ja auch sehr viele dysfunktionale Freundschaften. Und immer geht es um einen Mangel an Respekt. Und zwar letztlich um den Mangel an Respekt sich selbst gegenüber. Vielleicht noch eine dritte Frage in diesem Katalog. Wie finde ich raus, ob das was Gutes ist? Nämlich, hätte ich es noch nicht, würde ich es mir so wünschen? Mhm. Da ist die Antwort meistens, nein, natürlich nicht. Im Gegenteil, es ist grauenvoll. Das ist nicht, was ich wollte. Was ich natürlich oft gehört habe, ist, man empfindet das, was ich da sage, als extrem und versucht es zu widerlegen mit einem anderen Extrem, nämlich indem man sagt, ja, aber du tust so, als gäbe es in einer Beziehung nie Konflikte. Du suchst eine Beziehung, die immer gut ist, und das stimmt so nicht. Das habe ich nicht gesagt, und ich weiß, dass das nicht möglich ist. Jede Beziehung hat ihre Reibungspunkte, und Meinungsverschiedenheiten sind Teil des Lebens, unumgänglich. Die Frage ist auch nicht, wo finde ich die Beziehung, die 0% Reibung hat? Die sollte man ja auch nicht suchen, denn die hätte kein Entwicklungspotenzial, sondern die Frage ist, wie viel Prozent Reibung, ich schaue gerade How I Met Your Mother, und da wird eine inkompatible Beziehung wird formuliert als, also die kompatible wird formuliert mit support each other, und die inkompatible wird formuliert mit challenge each other, und das ist natürlich ein Euphemismus. Mhm. Die streiten ständig, und das wird als Challenge dargestellt, und das ist es ja nicht, sondern es ist ja Missstimmung. Mhm. Und eine Stimmung, in der man sich unverstanden fühlt, in der man sich unsicher fühlt und in der man sich letztlich ungeliebt fühlt. Mhm. Das ist ja exakt das Gegenteil dessen, was man in einer Beziehung sucht. Ich möchte mich ja gesehen und anerkannt und verstanden und geborgen und geliebt fühlen. Und das ist auch, wir haben auch alle das Recht dazu auf eine solche Beziehung. Ja, womit wir wieder so ein bisschen bei dem Satz wären, ne, dass man eher drauf guckt, wie fühlt man sich mit jemandem. Genau, das wollte ich gerade sagen. Also wie viel Prozent Reibung ist denn gut für mich? Also, und wie fühle ich mich auch da wieder, wie fühle ich mich mit der Reibung? Ne? Wie wird gestritten? Nochmal ein ganz anderes Thema, darüber sprechen wir noch gar nicht. Wohlwollen ist ja auch die Wurzel des Ganzen. Ja. Wo kein Wohlwollen ist, kann man ohnehin gleich aufhören. Aber stellen wir uns vor, du und ich, wir machen eine Weltreise. Die dauert ein Jahr. Es ist ganz klar, dass wir uns in dieser Nähe, da werden wir uns auch immer wieder mal so begegnen, dass es schwierig wird. Wir werden schlechte Abende haben. Wir werden streiten wegen irgendwas. Ja, weil du mir den Sternenhimmel kaputt redest. Siehst, es fängt schon an. Und die Frage ist ganz banal. Wie viele schlechte Abende auf dieser Weltreise sind für dich hinnehmbar? So dass du. Ja, und was macht sie schlecht? So dass du nach einem Jahr sagen wirst, das war eine gute Reise, danke Thomas, lass uns das wieder mal machen. Oder dass du sagst, das war ein schreckliches Erlebnis, ich will dich nie wieder sehen. Mhm. Und in dieser Analogie habe ich den Eindruck, dass sehr viele Beziehungen
sehr viele schlechte Abende hinnehmen, weil sehr viele Menschen glauben, das gehöre dazu. Es gehöre dazu, dass es mal gut ist, mal schlecht. Und die gehen auf Weltreise mit 50% schlechten Abenden. Und ich glaube, das ist zu viel. Sie bleiben auch, weil da immer noch die Hoffnung ist, dass wieder gute Tage kommen. Ne? Und da schreibst du, also da räumst du so ein bisschen auf mit der Hoffnung in deinem Buch. Die Hoffnung, ne? Ist weil Hoffnung die, tatsächlich wie die Romantik und der Stolz. Ja. Hoffnung, das ist echt, das ist für gar nichts. Ja. Allein schon, dass du hoffst, zeigt ja, dass du dich nicht mit der Realität beschäftigst. Du hoffst, dass die Realität sich in eine andere Realität verwandle, durch ein Wunder oder wodurch auch immer. Aber das allein die Tatsache, dass du hoffst, zeigt ja, dass etwas nicht stimmt. Die Tatsache, dass du im Konjunktiv sprichst, wir würden, es könnte, sie müsste, zeigt ja, rein linguistisch schon, du sprichst nicht von der Gegenwart, wie sie ist. Und es ist mir schon klar, auch das aus eigener Erfahrung, es ist ganz brutal und frustrierend und betrüblich und schrecklich, sich einzugestehen, dass die Realität mit einem Menschen, den man liebt, nicht gut ist für einen und für den anderen auch nicht und für die Kinder erst recht nicht. Es ist im Moment, ist das grauenvoll und es auszusprechen ist fürchterlich, das weiß ich aus eigener Erfahrung, aber wir sollten ja auch das Ganze im Blick haben und sehen, hey, das ist nicht meine erste Trennung, ich habe es jetzt schon 12-mal gemacht und keine hat mich getötet. Du lebst immer noch. Ja, alle meine Freunde leben auch immer noch. Also wahrscheinlich ist es im weiteren Sinne nicht so schlimm, wie es sich jetzt gerade anfühlt. Und ich kenne tatsächlich niemanden, der sich getrennt hat und es bereut hat. Ja, das kommt auch noch dazu. Trennungen bleiben in den meisten Fällen Trennungen. Insofern würde ich gerne zum Abschluss, Thomas, dir nochmal so deinen allerwichtigsten Tipp entlocken. Wenn jemand sagt, ich weiß, ich muss raus, ich will raus aus meiner Beziehung, aber ich kriege den Absprung nicht hin aus so einer unpassenden Beziehung. Was rätst du? Ja, ich glaube, das ist halt wirklich der Knoten im Knoten. Man kann das alles wissen. Man kann mit dir oder mir sprechen. Man kann mein Buch lesen. Man kann sich mit Freunden unterhalten. Man kann maximal ehrlich sein. Man kann Listen machen. Und das wäre auch mein Tipp. Aber an dieser einen entscheidenden Handlung führt halt kein Weg vorbei. Und das kulminiert ja alles dann auf diesen Moment, indem man ausspricht, hör mal, ich beende unsere Beziehung, weil sie mir nicht gut tut. Geht ja nur darum. Mhm. Und das ist wirklich, das ist ein Akt, der sich gegen alles auflehnt, was in einem ist. Man will das ja gar nicht. Das ist ja das Fiese daran. Man hat ja diese Beziehung nicht begonnen, um sie zu beenden, sondern damit sie schön wird. Nun sieht man, sie ist nicht schön geworden, deswegen muss ich sie beenden. Und das ist unglaublich schwierig. Und ich verstehe alle, die sich da schwer tun. Aber man muss das auch wirklich nüchtern schon wieder beurteilen und sich eingestehen, es wird nicht leichter werden. Also weder werden die Gründe, die dich nur schon darüber nachdenken lassen, dich zu trennen, die werden nicht verschwinden. Also du wirst nicht wieder in diese reine Liebe zurückkommen. Gleichzeitig wird es auch nie so sein, dass die Gründe absolut dastehen, sodass es dir leicht fällt, Nein dazu zu sagen. Du wirst immer noch weiter lieben und weiter hoffen. Auch später, also die Frauen, die ich geliebt habe, liebe ich heute noch. Wieso sollte ich auch nicht? Mhm.
Ja, und, aber es passt eben nicht zum Zusammenhang. Aber es hat halt nicht gepasst oder es hat einfach auch sonst aufgehört, weswegen auch immer. Aber man muss einfach sich eingestehen, das wird nie einfach sein. Es wird nie leicht sein. Es wird immer schmerzhaft und schrecklich sein. Es ist einfach so. Es führt kein Weg dran vorbei. Kopf so wichtig. Ne? Da ist es dann wirklich, der Kopf, den braucht es da, dass man sagt, okay, das sind meine Gefühle und die lasse ich jetzt einfach mal da stehen und handle über diesen Gefühlen schwebend. Ich handle trotz meiner Gefühle. Ja, ich liebe diese Frau. Ja, ich möchte, dass wir gut miteinander auskommen. Und ich entscheide mich, das zu beenden, weil es eben nicht so ist. Und dabei hilft in der Tat wirklich möglichst viel Ratio und möglichst wenig Romantik, denn die vernebelt ja alles wieder. Und Ratio übt man, indem man halt wirklich die Dinge aufschreibt, eine Liste macht mit erstens, wie ist unsere Beziehung? Ich beschreibe sie, ohne zu werten und schon gar nicht, ohne dazu zu sagen, wie es eigentlich sein könnte oder mal war. Einfach, was ist der heutige Zustand? Eine Bewertung, als würde man ein Unternehmen von einem Wirtschaftsprüfer prüfen lassen. Was kommt dabei raus? Und ungeachtet dessen, was brauche ich in einer Beziehung? Was ist für mich wirklich wichtig? Ich würde sagen Humor, Kommunikation, Wohlwollen, Respekt und dann aber auch eine dritte Liste. Was ist für mich inakzeptabel? Womit will ich nie wieder leben müssen? Und wenn man diese Listen vor sich hat, dann hat man gute Werkzeuge in der Hand, die einen dabei unterstützen, diesen Schritt zu machen und zu sagen, okay, das ist eindeutig, nicht mehrdeutig, sondern das ist eindeutig eine Situation, die mir nicht gut tut. Mhm. Sie ist nicht in Kongruenz mit meiner inneren Wahrheit. Und angesichts dessen kann ich auch mit gutem Gewissen sagen, dass das nicht weiter existieren darf. Und das ist der Punkt, glaube ich, auf den ganz viele warten, ne, dass dieses gute Gewissen kommt, beziehungsweise dass die Schuldgefühle sich eben verabschieden, beziehungsweise reduziert werden. Und dafür ist das auf jeden Fall hilfreich, was du sagst. Dann muss ich auch fragen, wenn ich noch kurz anfügen darf. Also es gibt ja Gründe, eine Beziehung zu beenden. Die sind ziemlich offensichtlich. Das ist ähnlich wie mit dem Rauchen. Wenn du rauchst, ist dir klar, warum du es nicht tun solltest. Aber warum du es tust und weiterhin tust, das ist oft unbewusst und dann kann man auch nicht aufhören. Und mit der Beziehung ist das auch so. Also wenn ich weiß, ich möchte das nicht mehr eigentlich und es tut mir nicht gut, dann muss man sich fragen, okay, und das wäre dann die vierte Liste, warum mache ich es denn weiter? Was vermeide ich mit der Aufrechterhaltung dieser Beziehung und was gewinne ich? Also, dass mich alle als die duldsamste, schmerzunempfindlichste Person wahrnehmen, kann ein Gewinn sein. Dass alle sehen, wie selbstlos ich bin und aufopferungsbereit, das kann ein Gewinn sein. Oder dass niemand auch nur eine Sekunde mich als undankbar wahrnimmt. Ich will das nicht. Das kann auch ein Gewinn sein. Und das ist dann natürlich viel stärker als die anderen Einsichten. Also wenn ich um keinen Preis der Welt von irgendwem schief angesehen werden will, dann darf ich mich nicht trennen. Nee. Denn wer sich trennt, ist ein Schwein. Das ist der Buhmann. Vor allem, wenn es der Mann ist mit einer Familie. Aber auch eine Mutter, die sich trennt, das ist natürlich dann auch eine sehr unsolide Person. Das muss man aushalten. Das ist wirklich nicht leicht. Ich weiß das. Ich habe mich versagt. Ne? Das ist immer so der Punkt. Versager, ein Egoist, ein Schwein, ein Charakterlump, was ich mir alles habe anhören lassen müssen. Und das muss man halt hinnehmen und sich auch sagen, das ist eine Fremdwahrnehmung. Ich weiß es besser. Ich weiß, dass das nicht stimmt. Thomas, ich würde sagen, machst du Schluss mit mir? Ich mache Schluss mit dir.
hat kein. Es musste so weit kommen. Das passt nicht mehr. Ja. ich möchte ganz, ganz herzlich mich bedanken, natürlich. Nee, ich danke dir. Das war mega spannend und ich hoffe, dass die das anschauen, einiges davon mitnehmen können. Wer gerne sich da unterstützen lassen möchte in diesem Prozess, Thomas hat es schon gesagt. Darf sich an Sandra wenden. Darf sich an mich wenden? Nein. Also ich finde das ganz interessant, weil also du nennst dich ja Trennungscoach und noch viel schöner finde ich den Begriff, habe ich auf deiner Webseite gesehen, Trennungsgehilfe. Ja? Ich verstehe mich wirklich als Gehilfen. Mhm. Ich erinnere Menschen daran, dass sie ein Recht haben, ein glückliches Leben zu führen und eine glückliche Beziehung zu führen. Ich erinnere sie daran, dass sie das Recht haben, unglückliche Beziehungen zu beenden. Und ich erinnere sie daran, dass sie keine schlechten Menschen sind deswegen. Und ich erinnere sie nicht zuletzt daran, dass sie an ihre Kinder denken sollen. Genau. Und damit holst du die Leute so einen, du holst so einen Schritt weiter hinten ab. Also ne, Trennungscoach ist eher so, wenn schon total klar ist, dass ich mich trennen will. Und insofern stehen wir uns da keineswegs im Weg, tun wir auch so nicht. Also da packe ich alle Links, die ihr dazu braucht, um zu gucken, wie kann ich denn den Thomas erreichen, was bietet der dann an. Packe ich natürlich Links natürlich unter das YouTube-Video. Kauft euch unbedingt Thomas' Buch. Ich finde, ja. Also, wenn ich darf, es gibt noch mehr. Also, es ist plural. Gibt noch mehr. Ich habe noch andere Dinge geschrieben. Also kauft alle Bücher von Thomas. Alle, die euch gefallen. Ah, das ist großzügig. Okay. Und in diesem Sinne würde ich sagen, ja, was Thomas, ich würde sagen, wir wünschen den Menschen einfach passende Beziehungen, oder? Ja, ich glaube, aber das ist die Konsequenz von dem, was ich den Menschen wirklich wünsche, nämlich mehr Selbstliebe und mehr Würdigung der inneren Wahrheit. Was ist in mir und was brauche ich? Und wie bin ich gut zu mir? Und wenn das ausreichend Platz hat, dann ist die passende Beziehung nichts anderes als die logische Konsequenz davon. Das sind wunderbare Schlussworte, lieber Thomas. Vielen Dank. Danke dir. Ich hoffe, wir sehen und hören einander bald wieder. Ganz bestimmt. Alles Gute für dich. Tschüss. Ciao.